Suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Ohoho, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Auf den Laden auf? Mm. Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, wir sollen Katzen suchen? Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Und was ist das? Leben des Planeten? Der Lebensstrom natürlich. Wie viel brauchen wir wohl? Was meinst du? Ein Mädchen aus dem Wohnheim. Oh. Rosa! Die Fabriken in Sektor 8. Nanu? War das nicht gerade ein Mounzen? Ich hab schon lange keinen mehr mit Barrett gehoben. Wenn man durch die harte Schale kommt, ist das ein richtig netter Kerl. Ich glaube, ich esse heute Abend mal wieder im siebten Himmel. Willkommen! Oh, ein neues Gesicht! Bist wohl nicht zum Einkaufen hier? Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut, du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Da ist nämlich unser Revier. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Besten Dank, Mann! Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Najin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr.
Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Ich hab mir letztens... Was ist? Welches steht? Ich wünschte, ich könnte meine Wäsche an sauberer Luft trocknen. Welche Nahrungsmittel halten sich denn lange? Hey, willst du ein paar aufs Maul? Nanu? War das nicht gerade ein Maus? Es klang ziemlich nah. Ich würde von Evelyn schon gern mehr über den Bridge. Die Anti-Shinra-Bewegung Avalanche, von der habe ich schon mal gehört. So ein Poster wie das. Ist was? Ist was? Den Anschlag auf den Rhein. Nicht bald was tun. Jetzt echt? Heute wird wieder gebrutzelt, was das Zeug hält. Na du, du auch, mein Schnuckelputz. Ich will nie mehr ohne dich sein. Ich stehe hier nur für den Fall der Fälle, falls er Ausschlag machen sollte. Hey, hey. So hart, ich krieg kaum ein Auge zu. Den Anschlag auf den Reaktor soll Evelyn. Wenn man dann ist, was? Da? So ein Poster wie das da. Oh. Was? Auf der Platte gibt's. Tut mir leid. Hier ist gesperrt. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment, du bist ja tiefer. Seid ihr die Hilfe, die die Zentrale uns versprochen hat? Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Die Schimmer befinden sich in den hinteren Lagerhallen, an zwei Stellen. Merzt sie aus, okay? Thank you.
nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Jetzt wird aufgeräumt. Weiter geht's. Gebt alles. Die Schimmer wurden an zwei Stellen in den hinteren Lagerhallen gesichtet. Lasst keine leben. Schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Jetzt wird's ernst. Na so! Abschlag! Verdammt! Ich bin bereit. Genug. Will alles geben. Verbrennen. Das ist aus. Genug. Na? Eine Dusche wäre jetzt nett. Ihr habt die Flugechsen erlegt? Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann! Mein Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Das lief doch wie am Schnürchen.
Sicher bist du bald gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du, sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? In der Piekengasse kriegt man Sachen, die man in den normalen Läden nicht kaufen kann. Ich hab mir letztens im Ich will endlich wieder tanzen. Mann, ist das öde in diesem Kaff. Na, wenn es nicht möglich ist. Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Ey! Hör auf! Halt! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich hey, Alter! Aus einem Schinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider klappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Mit der Garde ist nicht zu spaßen. Armer Kerl. Hinter die Container da. Überhaupt? Ich hab doch gar nichts nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Schinra-Lagers wagen. Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Lasst ihn gehen. Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was ist los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Avalanche! Hey, du! Was soll das werden? Nur die harte Tour. Ich könnte Hilfe gebrauchen! Und jetzt? Wir stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt,
Dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud, was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich hab sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Ach, das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Kurz. Ich beeil mich damit. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders.
Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Was Exotisches. Was? Echt? Aber ob mir das steht? Trag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Malepetzen. Okay? Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Was ist los? Alles gut. Oh. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauch auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen?